Was geht ab, YouTube? Nächstes Jump Broke. Ich bin ausgewandert. Bevor ich wieder hier Zunge Deidis macht. Cousin, wir sind positiv. Boschkunuschma-Alarm. Wir gehen rein, Cousin. Ihr habt schon den Titel gelesen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch verarscht habe, dass ihr auf dieses hier geklickt habt. Ich glaube, ich habe Meine Tochter hat eine verstopfte Nase. Ich wandere aus oder ich bin ausgewandert. Tatsächlich bin ich nicht ausgewandert. Ich habe mir einfach eine Wohnung besorgt, die wir uns jetzt gleich zusammen reinziehen werden. In einer dieser Gebäude wohne ich. Ich habe es auch schon auf meinem zweiten Kanal gezeigt gehabt. Eigentlich ist jetzt nichts Neues mehr. Ich bin schon ein bisschen gespoilert worden. Auch in meinen Welches Land ist es? Stories. Dennoch werde ich euch jetzt zeigen, Türkei? Was für Möbel ich geholt habe, wie es ausschaut, wie ich mich fühle. Aber bevor wir da hochgehen, können wir auch jetzt schon mal das Meer aufnehmen. Das war schon immer ein Traum für mich. Krank, und ich bin so einer, das ist auch bei mir so, wenn ich Fische beobachte oder Aquarien sehe, ich bin dann tief entspannt. Und es gibt für mich nichts Geileres, als das Meer zu sehen, Digga. Von deinem Wohnzimmer aus. Dies, das, aber wir laufen jetzt einfach mal hoch. Bleib gespannt und los geht's. Hier kommst du nicht rein, ohne Karte und deinen Ausweis zu zeigen, damit ihr Bescheid wisst. Guck mal, ich zeige euch mal was. Als wir Möbel gekauft haben, mussten wir immer mit diesem Aufzug alles hochtragen. Weil Can ist echt schlau. In dieser jetzigen Zeit in Türkei Wohnung zu kaufen, ist gut, Digga. Solange der Lira hoch ist und so, ein bisschen zu investieren. Natürlich für die armen Türken, die nur Lira da verdienen, ist schade. Aber so als Türke, der hier in Deutschland lebt und so, ist schlau. So, wisst ihr, wie ich meine? Damit man die Spiegel nicht zerkratzt und so. Wir haben 4 Aufzüge. Ich weiß, sehr interessant. Ich werde euch nicht sagen, in welchem Stock wir wohnen. Denn es kann ja immer sein, dass ihr es irgendwie schafft, hier hochzukommen. Und hier will ich wenigstens meine Ruhe haben. Wisst ihr, wie ich meine? Kommen in der netten Stube. Guck mal, die Telex warten auch schon auf mich. Das war nicht geplant. So, ich würde sagen, das Highlight kommt zum Schluss. Wir machen das Wohnzimmer erst am Ende. Wir fangen mit der Küche an. Hier fangen wir an. Der erste Struggle hat hier stattgefunden. Der Küchen hat hier erstmal gar nicht reingepasst, Alter. Deswegen haben wir die Küchen erstmal hier hingetan gehabt. Und haben dann das Problem, dass wir unseren Tisch hier nicht hinstellen konnten. Wisst ihr, wie ich meine? Aber zum Glück hat alles geklappt. Einen Anruf getätigt, hier alles aufgeschraubt. Das ist der Kühlschrank. Oh, sogar aufgefüllt. Was willst du trinken? Das, was das Herz begehrt. Gar kein Problem. Pumpen wir hier hin. An der Stelle, das ist mein Lieblingsgetränk. Sprite. Die Leute korrigieren mich jetzt in den Kommentaren und sagen, ey, das heißt Sprite. Aber ich sag trotzdem Sprite. Lass mich mal kurz rechnen. Hast du ein Problem damit? Nee. Gut. Hier ist unser Ofen. Da hat der Vormieter ein bisschen verkackt, glaube ich. Guck mal, das wollten wir uns noch auswechseln. Hier müssen wir noch anrufen. Das ist mein Geschirr. Und ich weiß ganz genau, wenn ihr dieses Video mit euren Familien guckt, werden eure Mütter sagen, das muss immer weiß sein. Nein, ich wollte schwarz. Das, meine Damen und Herren, ist der heilige Tresor. Ich sage euch auch warum. Also, wenn du hier nicht fett wirst, dann weiß ich auch nicht. Ich habe hier eine meiner Lieblingssüßigkeiten einfach hier reingestopft und um 3 Uhr morgens circa stehe ich immer auf und zerfetze hier den Laden. Ja, so, das soll es in der Küche gewesen sein. Kommen wir zum Ausblick. Aus jedem Zimmer habt ihr Meeresausblick. Ich zeige euch gleich die Terrasse. Gucken uns die anderen Zimmer an. Machen wir mal Licht an. Okay. Kommen wir zum Gäste-WC. Wir haben hier eine Dusche. Wir haben hier einen schönen Spiegel. Jetzt sieht man noch den Kameramann, glaube ich. Nein, sieht man dich nicht. Sehr professionell. Hier darf der eine oder andere Platz nehmen, um auf der Toilette. Ihr wisst schon. Oh, wer schreibt mir? Meine Mutter. So, das war's von der Gästetoilette. Jetzt kommen wir zu dem ersten Gästezimmer. Und ich muss euch zugeben, das Gästezimmer ist noch nicht ready, denn ich habe mich erstmal um das Wohnzimmer und um mein Schlafzimmer gekümmert. Wisst ihr, wie ich meine? Das wird der Ort sein, wo halt Ozan oder andere Jungs von mir schlafen werden. Hier wird aber nicht viel passieren, außer ein... Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ausblick ist sehr schön. Ist Neubau, sieht man auf jeden Fall. Die Zimmer sind jetzt nicht groß, die sind eher kleiner, aber trotzdem eine sehr schöne Wohnung. Und vielleicht ein Schrank, ein Teppich, das reicht. In jedem Raum haben wir auch Klima mit Heizung. Das heißt, wenn es mal kälter ist, schalten wir das hoch. Von da oben kommt dann warme Luft oder wenn es halt zu warm ist, machen wir kalte Luft. Und auch von Perfekt, Bandera. Heute Morgen irgendwann. Wir fangen auf jeden Fall an. Von hier aus könnt ihr auch direkt auf die Terrasse drauf, ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen. Auf zum zweiten Gästezimmer. Bevor ich es vergesse, wir haben auch einen Abstellraum. Hier kommt halt alles rein, was man nicht sehen will in den anderen Zimmern. Ob es ein Staubsauger ist, ob es handwerkliche Sachen sind. Das alles muss ich noch auspacken. Hier haben wir noch Tümmersasse, da wo man halt bügelt. Das Bügelbrett, wisst ihr, wie ich meine? Kommt alles noch. Jetzt aber kommen wir zum zweiten Gästezimmer. Und das sieht krass aus. So krass, dass es auch noch leer ist. Krass. Ja, wir haben 2 große Gäste. Also der Ausblick ist, Bruder, brauchen wir uns nicht über unterhalten, Digga. Der Ausblick ist grandios, voila. Die Zimmer sind aber klein. Das heißt, wenn der ein oder andere Langeweile hat und mich mal besuchen kommen will, kann er mir gerne auf Instagram schreiben. Aber Ausblick ist krass. Einzige Bedingung ist weiblich. Nein, war Spaß. Auch eine wunderschöne Aussicht, wo man auch direkt auf die Terrasse gehen kann. Meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Ab ins Schlafzimmer. Los geht's. Kommen Sie rein. So, ich mach mal die Tür hinter dir zu. Das ist mein Schlafzimmer. Vorteil in meinem Schlafzimmer? Das ist auf jeden Fall größer. Das ist auch schon ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ein eigenes Bad. Hier nehme ich Platz, hier putze ich meine Zähne und hier dusche ich. An der Stelle, guck mal, in Deutschland dusche ich immer mit dem Duschgel von Axe. Hab mir das gekauft, wollte gestern duschen, dann ist mir aufgefallen, dass ein Deodorant ist. Warum rede ich eigentlich derzeit wie so ein Makler, Alter? Werd mal locker, Mann. Ein großes, gemütliches Bett. 1,80 x 2. Ich
fühle mich hier sehr wohl. Warum? Denn ihr wisst, die, die mich aktiv verfolgen, ich lebe ja auf dem Dachboden in Deutschland und da konnte ich nicht mein richtiges Bett hochtragen, weil man halt nicht genug Platz hat. Wisst ihr, ich meine? Das ist mein erstes richtiges Bett nach gefühlt 10 Jahren. Ja, und es ist schön. Teppich habe ich geholt von Ikea. Da will ich auch nicht so viel flexen. Einfach schön schwarz, schlicht gehalten. Diese Wand ist noch leer. Da wird noch ein Fernseher kommen. Da kann man auch auf entspannt IPTV gucken, Fußballspiele, Filme, was auch immer. Hier habe ich auch nicht gespart, das ist ein hochwertiger Schrank, schön mit Spiegel. Durch den Spiegel, wenn ich hier liege, sehe ich auch direkt die Aussicht, wenn ich will. Im Dunkeln, das leuchtet dann hier und so, ist schon sehr entspannt. Ich habe jetzt gerade nicht so viele Klamotten da, aber das wird noch auf jeden Fall geschehen. Ja, das ist mein Schlafzimmer. Einziger Nachteil im Schlafzimmer ist, wenn es denn ein Nachteil sein sollte, hier kannst du nicht direkt auf die Terrasse gehen. Hier hast du nur Optik. Dann will ich euch nicht so lange foltern, meine Damen und Herren. Gehen wir ins Wohnzimmer. Ja, das reicht. So, meine Damen und Herren, das ist das Wohnzimmer. Und warum das Wohnzimmer das Highlight der Wohnung ist, ist eigentlich ganz leicht beantwortet. Wir haben eine Top-Aussicht. Das ist geil, oder geil? Wir gehen gleich raus auf die Terrasse. Hier chillen wir, hier können wir chillen. Jeder, der zu Besuch kommt, wir haben ein schönes Sofa gekauft. Guck mal, das Sofa ist sehr bequem, sieht auch gut aus. Ich tue mal das hier kurz auf den Boden. Machst du den hier, machst du Tack. So, normalerweise sitzt du dann so verkrampft, aber wenn das Ding dahin... Hab noch nie Suchttee probiert. Die Aussicht ist krank. Das ist nicht so groß. Also Bruder, 1500 Euro, kann ich mir nicht vorstellen. Könnt ihr mal kurz ausrechnen, was 1500 Euro im Monat wären? Wie viel Lira? Das wären ja über 20.000 Lira, oder? Im Monat für diese Wohnung. Wenn hinten verklappt ist, kannst du den hier machen. Weißt du, was ich meine? Sehr bequem, Mann. Ich fühle mich hier übertrieben wohl. Hier haben wir noch einen einzelnen Sessel gekauft. Das Geile an diesem... 23.000 Lira für diese Wohnung im Monat. Sessel ist, man macht den hier... und kann dann wie ein Babbo chillen, wisst ihr, ich meine? An der Stelle, dieser Tisch ist so provisorisch, in 3 Wochen kommt ein neuer an und dann werde ich auch mein PC aufbauen und hier die Stream starten. Das wird sehr wild. Das Einzige, was in diesem Wohnzimmer noch fehlt, ist eigentlich die Lichter. Wir müssen Lichter kaufen und sehr wichtig, Gardinen. Ich kann mittags hier nicht streamen, weil das Gegenlicht prallt. Und ich sage es euch auch ehrlich, hier gegenüber sind ja auch andere Wohnungen. Kannst du gerne kurz hier aufnehmen. Die können halt auch reingucken, wisst ihr, ich meine? No flex, aber ich will euch was zeigen. Pass mal auf. Wir zählen jetzt einfach mal die Schritte, um zu sehen, wie lang die Terrasse ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Schritte, Bro. Es sind so 20 Meter, schon sehr, sehr lang. Ihr könnt euch selber denken, wie geil das sein wird, wenn meine Freunde mich besuchen werden. Im Sommer werde ich hier auch Terrassenmöbel hin tun. Und ich kann mir auch vorstellen, hier Pfeife zu rauchen. Weißt du, ich meine? Gebt euch mal diese Optik. Sehr, sehr, sehr tief. Krank, Bruder. Walla, das sieht heftig aus. Entspannt. Und man sieht halt viele Schiffe, die hier zum Arbeiten sind. Wisst ihr, ich meine? Ich glaube, hier schwimmt man gar nicht so viel rum. Die Leute arbeiten hier. Angeln von Tag bis Nacht. Und nachts sieht es hier auch nochmal geil aus. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin jetzt seit einer Woche hier und habe mich schon gut eingelebt. Fühle mich auch sehr wohl. Aber ich will gar nicht wissen, wie es ist, da oben zu wohnen. Da oben sind Lofts, Alter. Die gehen so 2 Etagen lang. Wisst ihr, ich meine? So weit sind wir noch nicht. Deswegen sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. So, und das Geile ist, unter den Apartments, meine Damen und Herren, gibt es 1000 Restaurants plus so wie ein Einkaufscenter. Wisst ihr, ich meine? Wo ihr Klamotten kaufen könnt. Mediamarkt und sowas. Alles unten. Restaurants in dem Stock. Komm, wir gehen rein. Jetzt müssen wir die Maske tragen. Ganz normales Einkaufscenter. Wie okay, ich würde doch die Miete ein bisschen höher schätzen. Ich würde die Miete so auf 800 Euro schätzen im Monat. Ich selber. Ich würde dafür 800 Euro im Monat bezahlen. Ist in Deutschland auch gewohnt seid, ob Zara, keine Ahnung was. Man kann ja sogar unten einkaufen für die Wohnung. Alter, was willst du mehr? Du kannst ja einfach chillen. Nee, mehr würde ich nicht bezahlen, Bruder. Sonst Internet, kannst dein Handy aufladen. Wie gesagt, zig Restaurants, Starbucks. Wir gehen aber zu Happy Moons. Ich habe Bock auf Reis und Hähnchen. So, Leute, der Makler-Talk ist endlich zu Ende. Ich kann wieder der normale John sein. Was hat der ganze Spaß gekostet? Ich habe die Wohnung nicht gekauft. Ich habe sie für ein Jahr bezahlt. Das heißt, ich bin auf Miete drin. Ja, spielen wir direkt mit offenen Karten. Ich glaube, die Miete war 18.000 Euro. In den 18.000 Euro ist die Miete enthalten. Wasser, Strom, alles ist für ein Jahr vorausbezahlt. Ich hab... Boah, ist viel, Digga. 1.500, oder? Ist schon viel, bisschen. Ist trotzdem genial, Bruder. Wenn man sich leisten kann, soll er es machen, Bruder. Sei ihm gegönnt, Walla. Sei ihm gegönnt. Ich rede nur von mir selber. Ich würde es nicht machen. Das ist ein bisschen teuer, Bruder. Für mich ist das schon ein bisschen teuer, Bruder. Ja, Wasser und Strom ist ja nicht die Welt. Weißt du, Wasser und Strom rechne mit 100 Euro im Monat für beides. Ja, also bist du bei 1200 Euro. Das ist trotzdem viel, Bruder. Walla ist viel. Wasser und Strom ist nicht die Welt. Wasser und Strom kostet keine 400 Euro im Monat. Also 1500 Euro
für Türkei Miete ist schon viel, oder? Bewusst mehr Zimmer genommen, damit auch die Jungs sich wohlfühlen bei mir, weil wir werden dieses Jahr sehr viel arbeiten. Ich sehe mich ein bisschen mehr in Istanbul, sage ich euch, wie es ist, denn ich produziere hier meine Klamotten. Bald kommt hier eine neue Marke von mir online. Ja, deswegen muss ich hier sein, weil ich immer alles im Griff haben will und alles kontrollieren will. Ein weiterer Grund, warum ich die Wohnung nicht gekauft habe, ist, du kannst nicht schnell agieren, ohne zu wissen, ey, fühlst du dich hier wohl oder nicht? Natürlich, Istanbul ist eine große Stadt. Das ist auch eine sehr reiche Stadt, Istanbul. Nur, Bruder, so, nicht jeder in Istanbul verdient Euro. Es gibt viele Leute, die auch Lira verdienen. Und alleine die Miete dann, Bruder, wie viel sind das denn, Digga? Das sind dann, Bruder, alleine 23.000 Lira im Monat für eine Miete zu zahlen. Bruder, da musst du ja, keine Ahnung, 50.000 Lira verdienen, um noch zu leben und so. Das ist schon, ApoRed zahlt 600, ja, hat er gesagt. Zahlt 600 in Istanbul. Ich bin jetzt seit einer Woche hier, ich kann mich nicht beklagen, wirklich, beim besten Willen nicht. Ich habe ein sehr cooles Leben, was ich euch zu verdanken habe. Und falls ihr mich mal in Istanbul... Was verdient jemand in der Türkei? Was verdient man da so? 8k Lira verdient ein Lehrer. Dann kann ja nicht mal ein Lehrer diese Lira, diese Wohnung mieten. Das ist schon zu viel. Krass, sei ihn auf jeden Fall gegönnt, aber ist schon auf jeden Fall viel. Also er zahlt mehr als ich hier in Frankfurt. Das ist schon ordentlich. So. Ich find's halt frech von dem Vermieter, Digga. Da können ja gar keine Türken einziehen. Also... keine ganz normal arbeitenden Türken einziehen.